zu lachen bei dem, was wir jetzt miteinander machen. Dies ist eine der größten Theaterstücke der Weltliteratur, das wissen alle, aber es geht so furchtbar aus. Der einzige Überlebende ist Edgar, das ist Julian Weigand. Der einzige. Und den beneidet man nicht ums Überleben. Um in das Stück reinzukommen, haben wir ihn die zweite Szene des ersten Aktes ausgewählt. Zu Beginn drei Ausschnitte bekommen Sie. Der König hat gerade sein Reich geteilt und er will zu seinen beiden Töchtern, denen er das Erbe übergeben hat, abwechselnd jeden Monat hingehen. Und das geht sofort schief, weil der Mann hat nämlich nicht nur sich im Gepäck, sondern 100 Gritter, die sich nicht so richtig gut benehmen. Und da schneiden wir dann gleich in diese Szene rein. Wir beginnen aber mit der zweiten Szene des ersten Aktes, in dem Edgar, in der Reihenfolge Edmund, der Bastardsohn, also der uneheliche Sohn des Grafen Gloucester, das ist Bernd Kuschmann, sich vorstellt und der Gloucester sagt dann zu ihm, was weiß ich, was Sie gleich hören werden, und Edgar wird da hinzukommen und das ist im Grunde genommen wie eine nachgezogene Exposition des Dramas, diese zweite Szene, das hatte übrigens den Grund, der Shakespeare musste immer die Anfänge seiner Stücke dreimal wiederholen, weil es immer eine halbe Stunde gedauert hatte, bis die Leute im Globtheater ruhig waren. So, 2-1 mit Lars Weström, Julian Weigand und Bernd Kuschmann. Edmund! Neuigkeiten. Kent verbannt. Mit Frankreich Streit. Der König fort zur Nacht, all seiner Macht entkleidet. Sich selbst beschränkt auf Unterhalt. Und alles das in blinder Hast. Warum steckst du so eilig den Brief ein? Es ist nichts, mein Lord. Ein Nichts macht's doch nicht nötig, dass man es versteckt. Gib mir den Brief, Edmund. Er ist von meinem Bruder und der Inhalt ist, wenn ich ihn recht verstehe, schwer zu tadeln. Lass sehen! Ich hoffe zu meines Bruders Rechtfertigung. Er schrieb ihn nur, um mich auf die Probe zu stellen. Tyrannei der Greise. Längst entmachtet, nur noch geduldet. Wir müssen darüber reden. Komm zu mir. Wenn der Vater doch nur schlafen wollte, bis ich ihn weckte. Schlafen, bis ich ihn weckte. Die Hälfte seines Vermögens. Mein Sohn Edgar. Er sollte die Hand haben, dies zu schreiben. Das Herz, dies auszubrüten. Die Stillen so zu denken. Wann hast du das erhalten? Wer hat's gebracht? Das ist die Feinheit dabei. Ich fand's in meinem Zimmer. Durchs Fenster geworfen. Das ist die Schrift doch deines Bruders. Wäre der Inhalt gut, so würde ich drauf schwören. So aber möchte ich glauben, sie sei es nicht. Doch ist es seine Hand. Die Hand vielleicht, doch nicht sein Herz. Doch seine Hand! Sprach er ähnlich je zuvor? Niemals, mein Lord. Jedoch... Jedoch? ...hab ich ihn oft beschwören hören, die Zeit macht Kinder groß und große kindisch. Weg mit den Alten und die Jungen an die Macht. Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist, mein Lord. Spart euren Zorn noch auf. Ich bürge mit meinem Leben. Er schrieb dies nur, um meine Treue zu euch auf die Probe zu stellen. Ich hoffe, du hast recht. Er kann nicht solch ein Satan sein. Und ist es gewiss nicht? Such ihn, Edmund. Ich will Gewissheit, um jeden Preis. Ich will ihn suchen, Sir. Ah, er ist da. Wie die Katastrophe in der alten Komödie. Ah! Vater! Die Sonnen- und Mondfinsternisse der letzten Zeit, sie deuten uns nichts Gutes. Liebe vereist, Freundschaft zerbricht, Brüder entzweien sich. In den Städten Aufruhr, im Lande Hass,
in den Palästen Verrat und das Band zwischen Vater und Sohn zerrissen. Sohn gegen Vater, Freund gegen Freund, der König gegen die Natur. Vater, bist du unter die Sterndeuter gegangen? Wir haben das Beste unserer Zeit gesehen. Was wird kommen? Sonne, Mond und Sterne sind die Übeltäter, wenn das Glück Bauchschmerzen bekommt. Seltsam. Ja, seltsam. Ja. Weil man sich am eigenen Wohlstand überfressen hat. Darin gipfelt die Verblödung dieser Welt. Als wären wir Schurken durch Notwendigkeit, Narren durch himmlische Eingebung, Lumpen, Diebe und Verführer durch die Übermacht der Sphären, Säufer, Lügner und Ehebrecher durch planetarischen Einfluss, kurz schlecht durch göttlichen Willen. Ein Freibier für jeden Hurensohn, seine Geilheit von den Sternen abzuleiten. Wann sahst du Vater zuletzt? Ja, gestern Abend. Sprachst du mit ihm? Ja, 2 volle Stunden. Na und? Schiedet ihr in gutem Einvernehmen? Kein Unmut seinerseits? Kein Misstrauen in Worten oder Mienen? Bestimmt nicht. Denk nach! Du musst ihn tief und stark beleidigt haben. Geh ihm am besten aus dem Weg, bis sein erster Zorn verraucht ist. Er scheint ganz außer sich. Ein Schuft muss mich verleumdet haben. Das wird es sein, fürchte ich. Verbirg dich auf meinem Zimmer, bis der Sturm seiner Wut abzieht. Und gehst du raus, dann geh bewaffnet. Bewaffnet? Bruder, ich will dein Bestes. Geh bewaffnet und nun fort, ich bitte dich. Wann sehe ich dich? Schon bald, verlass dich nur auf mich. Bewaffnet.